Auf meinem YouTube-Kanal habe ich schon öfters mal über den Anbieter Backblaze B2 gesprochen. Das ist einer der günstigsten Anbieter, wenn es um Cloud Storage geht. Der hat aber einen entscheidenden Nachteil. Und zwar werden keine Standardprotokolle wie FTP, WebDAV oder SMB unterstützt. Dieses Video nutzen wir nun, um uns genau um dieses Manko herumzuarbeiten. Das funktioniert auf allen Plattformen, also auf Linux, auf macOS und natürlich auch auf Windows. Wir machen das jetzt auf Windows. Im Grunde könnt ihr Ähnliches nachstellen auf den anderen Plattformen. Wir arbeiten jetzt ausschließlich mit kostenloser Software und ich habe mir hier auch ein kleines Skript gemacht, mit dem ich jetzt euch durchs Video führen möchte. Ihr habt natürlich auch Kapitelmarken, damit ihr springen könnt. Im ersten Schritt bereiten wir Backblaze B2 vor. Dazu habe ich mich in meinem Backblaze-Account einmal angemeldet und alles, was wir machen müssen, ist ein Bucket zu erstellen. Das nenne ich jetzt mal Useful Vid Demo zum Beispiel. Name ist völlig Schall und Rauch. Hier auf Private stehen lassen und auf Create Bucket. So, jetzt gehen wir auf die App Keys und hier erstellen wir einen Application Key. Den können wir irgendwie benennen. Und der wird dann nur für dieses eine Bucket eben verwendet. Das macht die ganze Sache etwas sicherer. Ich klicke hier Create New Key. Und jetzt müssen wir dieses ganze Teil kopieren, denn der Application Key, der wird uns später nicht mehr angezeigt. So, ich gehe einmal hier drauf und kopiere mir den hier rein, dass wir den nachher gleich zur Verfügung haben. Damit sind wir jetzt auch schon mit Punkt 1 eigentlich fertig. Das war doch ziemlich kurz und schmerzlos, würde ich sagen. Wir können jetzt also zu AirClone übergehen. Und als erstes muss ich AirClone einmal runterladen. Dazu gehe ich auf die AirClone-Website. Die ganzen Links findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Und hier klicke ich einmal den Windows-Download an. Wenn ihr eine andere Plattform habt, dann wisst ihr ja Bescheid. Aber ich klicke hier auf Windows und speichere die ZIP-Datei. Jetzt gehe ich hier mal auf meine Ordner und unter Downloads finde ich dann eben die AirClone-ZIP-Datei. Und hier mache ich einen Rechtsklick drauf, Extract All, und ich entpacke die mal nicht unter Downloads, sondern unter Dokumente und nenne das Ganze AirClone, beziehungsweise würde eigentlich einen neuen Ordner erstellen und nenne den AirClone. Und da kommt das Ganze dann rein. Auch einmal auf Extract. So, der heißt jetzt ein bisschen hässlich, ich kopiere das mal eine Ebene höher. Und dann löschen wir den weg. So, jetzt habe ich AirClone entpackt, liegt jetzt da. Was habe ich als nächstes auf der Liste? Extract haben wir gemacht und Create Config ist der nächste Punkt. Wie mache ich das? Naja, ich gehe mal in den Ordner rein, kopiere mir den Pfad hier oben raus und gehe in den Command Prompt bei Windows und wechsle in das Verzeichnis rein. Jetzt kann ich einfach AirClone.exe ausführen und schreibe dahinter einfach Config. So, und jetzt werde ich durch so einen Assistent geführt und kann eine neue Config anlegen. Ich wähle hier oben aus N für New Remote, bestätige das mit Enter. Jetzt kann ich einen freien Namen vergeben. Ich nenne das Ganze einfach Backblaze. Und jetzt bekomme ich eine Liste mit unterstützten Cloud-Anbietern, die ich jetzt hier hinzufügen kann. Backblaze ist in meinem Fall auf Platz Nummer 5, deshalb gebe ich hier einfach die Nummer 5 ein und bestätige das mit Enter. Jetzt fragt er mich nach Account ID or Application Key ID. Und die haben wir ja gerade hier kopiert. Einmal die Key ID kopiere ich hier einmal rein. Rechtsklick, kopieren und den Application Key nehmen wir auch. Bei Hard Delete, das würde ich einfach auf False lassen. Weiß ich nicht genau, was das für eine Auswirkung hat. Advanced Config lassen wir auch auf No. Und jetzt können wir das nochmal überprüfen. Und das stimmt jetzt natürlich auch alles. Wir sagen mit Y yes, this is okay und verlassen jetzt die Config. Was haben wir jetzt gerade gemacht? Ja, wir haben eine Config angelegt und die Frage ist nur, wo haben wir die angelegt? Und das finde ich, wenn ich unter C slash Users oder Nutzer bei euch gehe, unter meinen Nutzernamen. Und hier gibt es jetzt, die zeigt er mir wieder nicht an, doch, zeigt an, eine .config-Ordner. Und hier gibt es dann wieder AirClone als Unterordner. Und hier sehe ich dann die AirClone-Config. Wenn ich jetzt mal reingehe, sehe ich, dass der im Grunde nichts anderes gemacht hat, als mein Account und mein Key da reinkopiert hat. Also wahrscheinlich könnt ihr auch genauso diese Textdatei selbst erstellen, soll da auch funktionieren, oder man nutzt halt den Assistent, wie ich es gerade getan habe. Dann haben wir schon jetzt soweit einmal den Schritt 2 fast abgeschlossen. Jetzt fehlt nur noch die Mount-Option. Und das ist genau das, was wir ja machen wollen in diesem Video. Wir wollen das als Laufwerksbuchstabe in Windows einbinden. So, um den Mount jetzt auszuführen, habe ich hier schon mal was vorbereitet. Den Befehl findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Die genauen Optionen könnt ihr euch natürlich durchlesen. Hier zum Beispiel, das habe ich noch nicht komplett ausgefüllt, muss ich noch, genau, AirClone.conf heißt die, den Pfad vervollständigen. Also was passiert hier? Ich gebe jetzt einfach der AirClone.exe die Config-Datei mit. Die wird er auch so nehmen, aber wir brauchen die später explizit angegeben.
Deshalb machen wir das jetzt gleich so. Hier hinten steht dann der Befehl mount. Was mounten wir? Backblaze. Hier ist ganz wichtig, dass ein Doppelpunkt folgt. Y ist dann der Laufwerksbuchstabe in Windows. Diese VFS Cache Mode Full habe ich nicht ganz verstanden. Soll man wohl machen. Das war falsch. So, nochmal ausführen. So, jetzt sagt er, was Service, a clone has been started. Und jetzt kann ich einfach mal auf meinen Arbeitsplatz gehen. So hieß der früher, mein Computer heißt es jetzt. Und hier habe ich jetzt ein Laufwerk, das heißt einfach Backblaze. Da ist jetzt aktuell nichts drin, außer den Bucket, das ich hier finde. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel mal eine Datei anlegen. File 1, 2, 3 nenne ich die mal, schreibe mal ein bisschen was rein, speichere das Ganze. Und im Browser bin ich ja noch im Backblaze-Konto drin und kann hier mal auf Browse Files gehen. Wähle das Bucket aus und hier ist dann die Datei angelegt. Also AirClone hat einfach im Hintergrund dann die Datei hochgeladen. Der Vorteil von diesem ganzen Setup ist natürlich, dass ich jetzt jedes erdenkliche Programm in Windows benutzen kann, um meine Dateien auf Backblaze zu schieben. Das kann ein Backup-Programm sein, das kann ein Sync-Programm sein, das Backblaze gar nicht unterstützt. In dem Fall können wir so eine Unterstützung jetzt ganz einfach erzwingen. Man kann es einfach auch hier eingebunden lassen und ja, Dateien hin und her kopieren. Das geht natürlich auch, wäre jetzt die einfachste Anwendung. Jetzt ist das aber natürlich nicht elegant, weil jetzt muss hier die ganze Zeit, dass ich die Command-Prompt offen sein. Wenn ich mal STRG-C drücke, stoppt das Ganze auch wieder. Deshalb binden wir das jetzt noch als Service ein. Das geht relativ simpel. Das ist jetzt unser Schritt Nummer 3. Dazu muss ich den Non-Sucking Service Manager einmal runterladen. Ich gehe jetzt direkt auf die ZIP-Datei. Das solltet ihr vielleicht nicht tun. Man kann einfach auf die Seite direkt gehen und hier gibt es dann Download. Und hier könnt ihr einfach die neueste Version runterladen. Ich nutze von 2017 dieses Featured Pre-Release. Das hat bei mir funktioniert. Und ähnlich wie es jetzt auch vorhin mit dem AirClone ZIP war, müssen wir auch NSSM einmal entpacken. Ich gehe einmal rein. Und eigentlich, glaube ich, brauchen wir nur, genau, wir brauchen nur diese Exe-Datei. Die schiebe ich jetzt einfach mal ins AirClone-Verzeichnis. Und ich bin ja hier schon drin. Und deshalb kann ich jetzt hier NSMM-Exe mit dem Befehl Install aufrufen. Bestätige das hier mit Ja. Und jetzt bekomme ich so ein schönes Fensterchen hier angezeigt. Und jetzt kann er einen Windows-Dienst installieren und das ist jetzt der Vorteil von dem Windows-Dienst eben, dass die Kommando-Prompt dann im Hintergrund landet und wir davon nichts mitkriegen und wir können das im Windows-Autostart noch konfigurieren. Deshalb habe ich mir das Ganze hier vorbereitet, denn hier müssen wir explizit die Konfigurationsdatei angeben. So, ich kopiere das mal raus hier. Erstmal geben wir den Pfad an, wo wir überhaupt hinwollen. Das ist AirClone.exe und die Argumente, die fangen dann hier an. Also ab hier kopiere ich das mal raus und gebe das bei Argumente ein. Und eigentlich kann ich den Rest direkt so lassen und sage einmal Install Service. Ja, ich sollte noch einen Service Name vielleicht festlegen. So, AirClone Backblaze, Install Service und das war's auch schon. Jetzt gehe ich mal unter meine Dienste. Jetzt kann ich hier nach AirClone einfach suchen und finden hoffentlich. Er ist nicht nach Namen sortiert. So, AirClone Backblaze. Der steht auf automatisch starten, also beim Hochfahren wird er ausgeführt. Und hier sehe ich jetzt, dass Y fehlt. Ja, er läuft ja auch noch gar nicht, deshalb hier einfach Rechtsklick Start. Und ich sehe nichts. Doch, ich sehe was. Okay, jetzt hat er Backblaze hier eingebunden. Schöne ist, ich habe keine Kommando-Prompt. Das ist ja die von vorhin, die können wir im Grunde schließen. Und jetzt kann ich das als ganz normales Laufwerk nutzen. Und er wird es beim Windows-Start direkt ausführen. Kann man natürlich deaktivieren. Kann man hier gerade auf Disable stellen. Das war es jetzt eigentlich auch schon, was ich euch zeigen wollte. Und damit ihr die Übersicht halt nicht verliert, nochmal die Sachen durchgehen. Wir haben auf Backblaze einfach ein Bucket angelegt, einen App-Key erstellt. Den haben wir dann bei der Konfiguration von AirClone benutzt, um diese Config eben zu erstellen und haben das Verzeichnis dann in Windows gemountet. Damit das Mounten ein bisschen eleganter vonstatten geht, haben wir noch das Ganze als Service installiert und das funktioniert dann eben beim Autostart. Ein kleiner Hinweis noch. Die Konfigurationsdatei ist natürlich jetzt ungeschützt. AirClone bietet noch die Möglichkeit, die mit einem Passwort zu versehen. Ich kenne aber keinen eleganten Weg, das dann automatisch einzubinden. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, wie man das Ganze noch ein bisschen absichern kann. Zumindest hat man ja hier schon mal eine kleine Sicherheit, dadurch, dass der Application Key jetzt nur für das eine Bucket gilt. Das ist ja schon mal ganz nett. Den solltet ihr natürlich nicht, wie ich hier, offen zeigen. Ich werde ihn danach löschen, nach dem Video natürlich. Aber ja, das ist so das Setup, das wir jetzt haben. Und falls ihr noch ein paar Ideen habt, wie man das eleganter oder sicherer machen kann, könnt ihr mir das natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, mit dem Video konnte ich euch helfen. Jetzt bräuchte ich eure Hilfe. Und zwar würde ich mich über ein Abo freuen. Wie ihr gesehen habt, versuche ich meine Videos nicht so ausufern zu lassen, wie es manche andere YouTuber tun. Das ist halt eben schlecht für die YouTube Watchtime und ist ein Problem für meinen Kanal. Dem könnt ihr nur entgegenwirken, indem ihr mich durch ein Abo unterstützt.